Fun, hier ist euer Avoram zurück in Assassin's Creed Valhalla. Und dieses Mal schließen wir hier in Hrefnatrup die Mission ab, nehmen die neue an und treffen auf Hunwald. Wer das ist, werdet ihr gleich sehen. In Eastsexe war ich Kupplerin und Herzensbrecherin. Ein einfacher Weg, ein Bündnis zu schmieden. Aber bleiben wir besser bei Kriegen und Verhandlungen. Verstanden. Danke dir, Eivor. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was ist mit Linkolnisch hier? Ein recht prahlerischer Mann namens Hunwald kam vor kurzem an und wünschte, mit dir zu sprechen. Etwas höchst Wichtiges, sagte er. Wo ist er jetzt? Unten am Hafen, zecht mit meinen Spähern und jagt die Fische aus dem Fluss. Er erwartet dich voller Spannung. Klingt ja bezaubernd. Ich suche ihn gleich auf. Schütze deine Ohren. Eivor. Ich will noch eine. Ja, ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also. Es mag euch seltsam erscheinen, aber unser Gespräch inspirierte mich zu einem kurzen Gedicht. Darf ich es vortragen? Na los, kleiner Lord, lass mich erbeben. Oh, ich gebe mein Bestes. Es heißt Ode an die hungrige Flamme. Gesellt sich noch ein Skalde zu uns? Ich? Meine Güte, nein, ich bin kein Skalde. Nur ein demütiger Edelmann mit einem Hang für Verse. Ein Stümper nahezu. Soll ich fortfahren? Ich bin nicht hier, um Gedichte zu bewerten. Sag, was du willst, oder trink deinen Met. Ja, verzeihung. Ich kam in der Hoffnung, Eivor zu treffen, die große Kriegerin des Clans. Wenn eine Audienz möglich wäre. Du stehst schon vor ihr. Und du bist? Ach, bei Gott. Mein Tag beginnt mit einer glücklichen Fügung. Ich bin Hunwald. Treuer Sohn von Lord Hunpjocht, dem Aldermann von Linkolnisch her. Möge Gott ihn lange schützen und heilen. Mein Vater ist erkrankt und während seines Fieberwahns haben böse Männer sein Urteilsvermögen getrübt. Ein geheimer und mächtiger Orden, wenn die Gerüchte stimmen. Vor gerade einem Monat wurde ich, sein einziger Sohn, ohne Vorwarnung durch mercische Soldaten verjagt. Ich weiß nicht warum. Mein Vater jedenfalls hätte mich nie verbannen lassen. Von der eigenen Familie verstoßen. Das ist ein starkes Stück. Könnt ihr mir helfen, nach Linkolne zurückzukehren? Marschiert an meiner Seite durch die Stadttore, damit ich wieder bei meinem edlen Vater sein kann. Die Aldermänner in Mercia sind so wechselhaft wie das Wetter. Warum sollte uns dein Vater interessieren? Irgendwer wird ihn schon ablösen. Weil mein Vater ehrlich ist und ein Freund aller Menschen, von Sachsen wie von Dänen. Wenn ihr mir ein Bündnis anbietet, dann wird er es ehren. Du singst ein trauriges Lied, Hunwald von Linkolnischir. Ein Sohn seines Vaters Schutz beraubt, der seine Ehre unter Beweis stellen will. Wie weit würdest du gehen? Bis zum blutigen Ende? Und ob. Ich werde mich für meinen Vater in jedes Gefecht stürzen, denn ich weiß, dass wir im Recht sind.
In Ordnung, junger Herr. Doch gerade braucht mich mein Clan. Aber wenn ich soweit bin, werden wir deinen Vater finden und uns für all das Unrecht rächen. Sei gesegnet, Eivor. Ich führe dich nicht zu einem Schildwall, aber es wird gefährlich. Ich brauche dein Wort, dass du meinen Befehlen genau gehorchst. Benutze mich, wie du willst. Schön, wenn es soweit kommt. Ich warte auf dich an meinem Zufluchtsort, Wotolfsdon im Nordosten. Von dort aus begeben wir uns dann nach Linkholne. Auf Wiedersehen, kleiner Lord. Gute Reise. Gott beschütze euch alle. Ich fürchte, dass ich den Jungen in seinen Tod geleiten werde. Dann ist er wenigstens mal still.